schon los? Achso, ja, herzlich willkommen zu meinem Marschland TV, zur mittlerweile 17. Folge. Und neben mir steht der Herr Rainer Breuer vom Biohof Barkenhus. Und er stellt sich auch gleich nochmal selber vor. Ihr kennt es, schreibt unter das Video, was euch interessiert. Oder wenn ihr Fragen habt, stellt uns das gerne. Wir würden uns freuen, ja, euch noch weitere Fragen, die wir vielleicht in diesem Video nicht klären, beantworten zu können. Und teilt das Video auch gerne. Herr Breuer, stellen Sie sich doch mal kurz vor, wer sind Sie und was machen Sie hier auf dem Video? Gerne. Also hallo, mein Name ist Rainer Breuer, bin 59 Jahre alt, seit 1988 Fleischermeister vom Beruf, habe meinen Beruf im Handwerk gelernt, mittlerweile seit 1976 angefangen und bin hier auf dem Hof der Geschäftsführer der Biofleischerei und darf hier wieder das machen, was ich vor vielen Jahren einmal gelernt habe, nämlich mit gutem Fleisch, Naturgewürzen, richtig leckere Wurst und Fleischwein zu produzieren. Schön. Sie haben es gerade schon angedeutet, was genau macht denn der Biohof Barkenhus? Ja, also der Biohof Barkenhus als solches ist natürlich Landwirtschaft. Hier werden Schweine und Rinder gehalten. Wir haben hier Grünfläche, ca. 200 Hektar an Bewirtschaftung. Die Hälfte davon als Grünland zur Weidehaltung oder auch zum, für Heuschnitt, Strohschnitt. Und der Rest ist dann eben halt für den Tier, für den Ackerbau. Wir haben hier Leguminosen, Ackerbohne, Kartoffeln, Mais, also halt alles das, was die Tiere auch fressen, weil das Futter, das die Tiere hier bekommen, wird größtenteils auch selber hier produziert. Dazu kommt noch ein bisschen Kartoffelanbau dazu, um noch einen zusätzlichen Ertrag zu haben. Die Fleischerei ist von der Landwirtschaft als solches losgelöst. Wir sind hier eigentlich ein dreigliedriger Betrieb. Die Fleischerei ist der kleinste, aber personalintensivste Bereich. Und jeder wirtschaftet für sich alleine. So, und die Fleischerei ist eben halt, das ist eine ganz Besonderheit, auf dem Hof angesiedelt, weil wir ursprünglich mal aus einer Direktvermarktung entstanden sind. So, der dritte Teil des Hofes ist der Besucherbereich. Und hier zeigt der Olmodisch-Ostfriesische Wasserverband, dem gehört letztendlich die ganze Anlage. Und der hat diese Betriebsteile Fleischerei und Landwirtschaft letztendlich verpachtet. Und der Wasserverband betreibt hier ein Besucherzentrum und zeigt hier auf dem sogenannten Tränenfasser Lehrpfad, was Ökolandbau mit Tränenwasserschutz zu tun hat und dass ein Acker letztendlich über die Landwirtschaft, die landwirtschaftliche Fläche letztendlich nicht nur einfach eine Anbaufläche ist, sondern auch enorm wichtig für die Tränenwassergewinnung. Und hier kann man einfach sehen, dass Ökolandbau und Tränenwasserschutz eine ideale Kombi sind. So, und die Fleischerei ist letztendlich dafür da, dann den Trinkwasserschutz ausschmeckt. Ja, ja, absolut. Und wer darf dann diesen Erkundung, also diesen Lehrpfad auch gehen? Sind das Schulen, sind das Kindergärten? Darf man als Besucher einfach herkommen? Soll man das sogar? Genau, also wir sind nebenbei auch noch Demonstrationsbetrieb Ökolandbau und eigentlich 24 Stunden am Tag geöffnet. Es macht natürlich keinen Sinn, hier nachts herzukommen, aber im Prinzip könnte man das auch. Also letztendlich kann sich jeder hier darüber informieren, wer möchte. Allerdings sind hauptsächlich hier Besuchergruppen. Also das heißt, wir sind nebenbei auch noch anerkannter außerschulischer Lernstandort. Das heißt, Kindergärtengruppen, Schulklassen kommen immer wieder sehr gerne hierher, um sich hier schlau zu machen. Die Kinder können an die Tiere ran, sie bekommen spielerisch beigebracht, was Trinkwasserschutz heißt. Sie werden hier auch befestigt. Es gibt immer Probierhäppchen aus der Fleischerei. Und natürlich auch was für Vegetarier, auch Käse und Marmelade. Aber letztendlich auch immer gutes Trinkwasser dabei, weil wir einfach zeigen wollen, wie wichtig gutes Trinkwasser ist. Ja. Was für Produkte bieten Sie an? Wie viele Produkte haben Sie? Also von Rind, Schwein, Geflügel, was? Und Veganes haben Sie gerade angesprochen. Was haben Sie zum Beispiel jetzt als veganes Produkt? Also als veganes, wir haben seit vielen Jahren eine vegane Schiene, weil ich gesagt habe, das hört sich vielleicht jetzt im Moment für einen Metzger komisch an, aber wir essen zu viel Fleisch. So, und ich bin der Ansicht, dass 2 bis 3 Mal die Woche Fleisch genug reicht. Und um den Einstieg zum Umstieg etwas zu erleichtern, haben wir uns mal daran gemacht, vegane Produkte zu entwickeln. Wir haben eine vegane Pinkel, einen veganen Pfannenschmaus, ein paar vegane Aufstriche, die vielseitig nutzbar sind. Also nicht nur zum Direktverzehr, sondern auch der vegane Aufstrich ist zum Beispiel als Würzpaste für ein Gemüse, einfach für eine Gemüsepfanne sehr, sehr gut geeignet. Der vegane Pfannenschmaus ist im Prinzip der Oldenburger Hackwürze nachempfunden und kann auch
vielfach kombiniert werden. Und die vegane Pinkel ist tatsächlich seit vielen Jahren unser stärkster Saisonartikel. Kannst du glauben, eigentlich. Ja, es macht aber Spaß. Und was ich vorhin schon mal gesagt habe, als ich damit anfing, mit der Idee kam, haben meine Leute sich an den Kopf gefasst und gesagt, jetzt wird der Alte bekloppt. Jetzt macht er was ohne Fleisch, das geht ja gar nicht. Und ich habe es aber gegen alle Widerstände hier im Betrieb dann auch durchgezogen und gesagt, ja, wir machen das jetzt, wir wollen das einfach so. Und letztendlich hat der Erfolg dann nachher das auch bestätigt. Dazu haben wir zurzeit rund 200 bis 250 verschiedene Produkte, je nach Saison. Wir sind sehr innovativ, es kommen jedes Jahr wieder neue Produkte dazu, es verschwinden ein paar wieder alte. Wir sind da sehr kreativ, weil, wie ich schon sagte, wir haben einmal einen sehr tollen Rohstoff, wir haben das tolle Fleisch, die Tiere wachsen langsam und ich habe wieder einen Rohstoff auf dem Tisch, wie ich ihn vor 40 Jahren schon hatte. Das Fleisch ist wirklich sehr hochwertig und wenn man dazu nimmt, wir haben tolle Bio-Naturgewürze, mit denen kann man unheimlich viel spielen. Ein, zwei Gramm hiervon, ein Viertelgramm davon und schon hat man einen ganz anderen Geschmack. Wir hatten dieses Jahr ganz neu gemacht eine Hüttenbratwurst, eine gebrühte grobe Bratwurst, was auch nicht ganz so häufig gemacht wird. Und dazu haben wir kombiniert mit einem sehr leckeren Bio-Käse und ein bisschen Röstzwiebeln, ein paar leckere Gewürze dabei und schon hatten wir ein tolles Produkt. Ja, man kriegt auch Appetit, wenn man Ihnen so zuhört. Was ist denn Ihr Lieblingsprodukt? Haben Sie eins? Gibt es ja eins? Das wechselt auch mal. Aktuell finde ich unsere Whisky-Salami total toll. Die machen wir jetzt seit ein paar Wochen. Und zwar haben wir hier eine Salami aus Rind und Schwein. Wir arbeiten hier grundsätzlich ohne Nitritbügelsalz. Das heißt, wir haben hier den Prozess, dass die Wurst wirklich langsam reifen muss. Sie muss von innen nach außen reifen. Dann kommt sie nochmal, wenn sie wirklich schön ausgereift ist, dann kommt sie in mein Prachtstück, unsere Räucherkammer. Da wird sie dann über glimmendem Buchenholz spähen, wirklich bis sie so lange geräuchert, bis sie eine schöne. Ja, sie sieht einfach toll aus, sie riecht gut und man möchte eigentlich schon gleich reinbeißen. So, und wenn das fertig ist, dann bekommt sie eine Hülle aus Kräutern und Whisky. Ach, schön. Und ab wann soll sie erhältlich sein? Die ist schon seit Wochen erhältlich. Man hält sie schon. Ja, ja, okay, natürlich. Okay. Nur noch bei meinem Marschmann, ja, mit der müssen wir sie noch einstellen. Da müssen sie noch einstellen, genau. Der Hofladen, wie oft und wann ist der geöffnet? Kann ich jederzeit herkommen? Ja, im Prinzip schon. Geöffnet sind wir täglich von Montags bis Donnerstags von 10 bis 16 Uhr durchgängig. Freitag von 10 bis 18 Uhr, wobei Freitag besonders ist. Wir sehen, heute haben wir nur Wurstwaren und Käse in der Theke. Am Freitag ist unser Zerlegetag. Wir halten es seit vielen Jahren so, dass donnerstags die Tiere von den Landwirten zu unserer Schlachterei in Fisbeck gebracht werden. Da arbeiten wir mit der Schlachterei Vorlage. Das ist ein kleiner Schlachtbetrieb. Die Tiere werden dort vom Landwirt selber hinverbracht, im hofeigenen Hänger. Finde ich ganz wichtig, weil die Tiere dann das hofeigene Milieu, das Geruchsmilieu des Hofes bis zum Schluss eigentlich noch haben und in ihrer gewohnten Gruppe dorthin gefahren werden. Das gibt auch weniger Stress. Freitags früh holen wir die geschlachteten Tierhälften dann ab und dann ist Zerlegung und anschließend wird auch die Theke bestückt, weil freitags ist aus der Historie des Hofes eigentlich immer der Haupteinkaufstag gewesen. Ah ja, das Wochenende noch mal vorsagen. Ganz genau, das üblich. Ja, spannend. Für die Zuschauer und uns, für mich nochmal, wie weit ist Fisbeck von hier jetzt entfernt? 7 Kilometer. 7 Kilometer, also regional, da geht es eigentlich gar nicht. Der Weg zu dem Schlachthof an sich ist kurz gehalten, ja, ne, damit es stressfrei bleibt. Und sie bekommen auch halt, das ist eine kleine Menge an Schwein, das hingeht letztendlich und sie kriegen das auch wieder. Sie wissen, dass viele Tiere sind, ja, hat natürlich auch viele Vorteile. Schön. Ja, die Qualität haben Sie gerade angesprochen. Und das Besondere an Ihren Produkten, Nitrit, Pökelsalz, darauf verzichten Sie? Wir verzichten eigentlich auf fast alle Süßstoffe. Okay, spannend, finde ich gut. Phosphate, Geschmacksverstärker, Nitrit, Pökelsalz. Wir verwenden dadurch, dass wir eben halt fremd schlachten lassen, bekommen wir die Tiere ausgekühlt wieder. Das heißt, ich kann keine sogenannte Warmfleischverarbeitung machen. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Wenn ich Warmfleisch verarbeiten kann, dann habe ich so viel natürliche Bindung auf dem Fleisch, dass ich eigentlich völlig auf Zusatzstoffe verzichten kann. Dadurch, dass wir das nicht können, brauchen wir, um das Ganze zu stabilisieren, das sogenannte Natriumcitrat. Ja. Vitamin C ist da immer. Genau, ja, Vitamin C, ganz genau. Und es ist also nichts Schlimmes, das ist ein zugelassener Zusatzstoff, den wir im Biobereich verwenden dürfen. Ansonsten ist unsere Wurst zusatzstofffrei.
Wir haben es auch inzwischen zusammen mit unseren Gewürzhändlern geschafft, weitestgehend die Allergenpotenziale aus den Produkten herauszubekommen. Das heißt, wir haben jetzt mal abgesehen von den Getreideprodukten, Pinkel und den veganen Produkten, wo wir Hafer verwenden. Ansonsten haben wir nur noch ein bisschen Weizenpaniermehl in Frikadellen und Sellerie in der Kornbeef. Ansonsten sind wir allergenfrei. Stark, wunderbar, ganz klasse. Veranstaltungen, Sie hatten mir vorhin erklärt, Hoffest gab es dieses Jahr bereits. Gibt es dieses Jahr noch etwas, was auf dem Hof stattfindet oder erst im nächsten Jahr wieder? Aktuell haben wir jetzt nichts mehr an Aktivitäten. Wir haben hier in der Regel 2 bis 3 Mal im Jahr ist einmal der Wasserschutztag, ist hier auf dem Hof, der ist in der Regel immer im März, April. Dann haben wir, oder im Mai, dann haben wir immer am ersten Sonntag im September, und das mittlerweile in diesem Jahr zum 18. Mal, unser Hoffest Pommes Made Self. Und wie der Name schon sagt, dort sollen die Kinder spielerisch erfahren, dass Kartoffeln aus dem Boden kommen. Die dürfen sich selber Kartoffeln aus dem Boden rausklauen, natürlich mit Hilfe der Eltern. Die Kinder werden mit Pferdekutschen zum Acker gebracht, können sich dort eine Tasche voll Kartoffeln aus dem Boden suchen. Dann geht es zurück zum Hof. Wir haben eine Station aufgebaut, wo die Kartoffeln gewaschen, geschält, gestiftet werden. Und dann gehen die Kinder mit einer kleinen Portion selbstgemachter, frischer Pommes frites zur Frittierstation, um sich die dort fertig machen zu lassen. Das klingt doch endlich wunderbar. Macht immer wieder Spaß. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Pflicht, hierher zu kommen. Herr Beuler, ich habe keine Fragen mehr. Möchten Sie noch etwas zum Schluss mitgeben? Ist Ihnen noch etwas, was Sie, noch im Herzen liegt? Ja, doch gerne, das mache ich doch gerne. Also was mir immer auf der Seele brennt, ist halt einfach, Leute, wenn ihr das Mittel zum Leben zu euch nehmt, schaut doch einfach mal genau hin, wo kommt das her? Wer steht dahinter? Einfach blind aus der Theke zu greifen, finde ich einfach zu kurz, zu wenig. Wir müssen einfach mal schauen, dass wir wieder die Wertigkeit des Lebensmittels wertschätzen und Lebensmittel zum Leben hat auch immer was mit Genuss zu tun. So, und wenn etwas lecker ist, wenn es schmeckt und ich weiß, wo es herkommt, habe ich persönlich ein unheimlich gutes Gefühl dabei und fühle mich selber hinterher auch wohler. Denn etwas, was nicht gut ist, kann uns auch nicht gut tun. Absolut. Nein, wunderbar. Vielen Dank. Mit diesen Worten, ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt es gerne unten rein und teilt dieses Video und wir freuen uns auf das nächste Mal. Ja, wir sagen gemeinsam. Ciao. Tschüss. Tschüss.